Während der Herstellung von Produkten für die Gesellschaft werden Ressourcen benötigt und die Umwelt belastet. Diese Einflüsse lassen sich in Zahlen messen. Firmen untersuchen diese Daten und Zahlen und erhalten Aufschluss für mögliche nachhaltige Verbesserungen. Diese Daten werden untersucht, um Verbesserungspotenzial für die Firma zu finden. Umsetzung von Nachhaltigkeitsprojekten führen zu einem nachhaltigen Erfolg für Marke, Produkt und sozialer Verantwortung. Ich trenne Müll. Was macht die Industrie mit ihrem Abfall? Bei der Herstellung und Verkauf von Farben und Lacken fallen ungewollte Abfälle durch Reklamationen, Verfallsdatum und Herstellungsfehler nach Norm an. Innerhalb einer Firma haben Experten aus unterschiedlichen Abteilungen nach Lösungen für eine nachhaltige Wiederverwertung von bestehendem Abfall gesucht. Dabei entwickelten diese Experten neue Produkte, die im Jahr 2013 den Abfall von über 11.000 Tonnen reduzierten, wodurch über 4,5 Millionen Euro für die Entsorgung eingespart werden konnte. Ich trinke Wasser. Was machen die Unternehmen, damit es sauber bleibt? Firmen benötigen zum Teil große Mengen an Wasser für ihre Produktionsprozesse. Dadurch wird es notwendig, das Wasser wieder in trinkbares Wasser aufzubereiten. Kraftwerke produzieren neben Energie auch CO2. Dieser kann dafür verwendet werden, destilliertes Wasser durch Zuführung von weiteren Mineralien in sauberes, trinkbares Wasser aufzubereiten. Ich koche gern. Was tun Bauern für nachhaltigen Anbau von Lebensmitteln? Landschaftliche Kooperativen vermarkten ihre Roherzeugnisse über große Foodtrading-Börsen. Dabei zählt nicht ihr Herstellungsprozess, sondern überwiegend der Preis und Termin. Biologische Agrarforschung ermöglichte, eine Zwiebel zu züchten, die durch Qualität und Konsistenz weniger Wasser, Land und Kraftstoff für Traktoren verbraucht. Ich bin im Management. Was wird getan, damit dies nicht eine Ausnahme bleibt? 43% Frauen in Entwicklungsländern arbeiten heute in der Landwirtschaft. Diesen Frauen bietet die exportorientierte Agrarindustrie bessere Chancen als in der traditionellen landwirtschaftlichen Arbeit. Ich habe eine neue Verantwortung. Was macht die Europäische Gemeinschaft? Brüssel hat eine neue EU-Direktive verabschiedet. Und jetzt formulieren die europäischen Länder ihre Gesetze zur Erfüllung der EU-Bilanzierungsrichtlinie. Ab 2018 werden Unternehmen nicht finanzielle Kennzahlen berichten müssen, die zu mehr Transparenz im Bereich Nachhaltigkeit führen werden. Ich kann mich auf meine Familie verlassen. Wir sind füreinander da. Wie machen das die Unternehmen? Zentrale Abteilungen steuern und tragen Daten zusammen, die sie von koordinierenden Personen aus den Regionen erhalten für den CSA-Bericht. Mit Leaf können Sie digital in einer Community